Ist das Leben nicht schön? Freut euch, das Leben ist schön, die Welt ist schön. Tanz. Schönen guten Abend. Am 2. Mai 2014 stürmten bewaffnete Maidan-Anhänger das Gewerkschaftshaus in Odessa und steckten es in Brand. Sie brennen das Zeltlager der Regierungsgegner nieder und töten 116 Menschen, die sich in das Gewerkschaftshaus flüchteten. Die ukrainische Artillerie beschoss das Stadtzentrum der Metropole Donetsk mit Mehrfachraketensysteme. Wohnviertel stark zerstört, Lage ist unübersichtlich, sehr viele Verletzte. Lugansk am 14.07.2014 griff die Artillerie Wohngebiete an. Zahlreiche Verletzte und Tote. Zwischen dem 12. und 21. Juli 2014 töteten Raketenangriffe durch die ukrainische Armee auf Donetsk 16 Zivilisten und hinterließen etliche Verwundete. Thank you.
27.07.2014 wurde eine junge Mutter bei Angriffen in Golovka erschossen. Und die kleine Tochter in ihren Armen hieß Kira. Sie war gerade mal ein Jahr alt. Einen Tag später hat die ukrainische Armee Altenheim in Lugansk beschossen. Es gab 5 Tote und einige Verletzte. Israelischen Luftangriff auf den Markt in Tschetschaya wurden 15 Menschen getötet und 150 weitere verletzt. Wenige Tage zuvor wurde eine UN-Schule beschossen, bei denen mindestens 20 Menschen starben und weitere 200 verletzt wurden. 8 Menschen in einer Familie wurden getötet und mehr als 10 verletzt bei einem israelischen Luftangriff, der ihr Haus zerstörte. Darunter 3 Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren. Die Universität in Gaza wurde zerstört. Etliche Angriffe auch auf Moscheen und Flüchtlingslager mit mindestens weiteren 32 Toten und Verletzten. Aktuelle und andauernde bewaffnete Konflikte gibt es derzeit auf diesem Planeten. 11 davon allein in Afrika, Äthiopien, Kongo-Kinshasa, Mali, Mosambik, Nigeria, Somalia, Darfur, Südkordofan, Südsudan, Uganda und die Zentralafrikanische Republik. 8 in Asien, Assam, Kaschmir, Nexaliten, Myanmar, Pakistan, Philippinen und Thailand. 10 im Vorderen und Mittleren Orient, Afghanistan, Ägypten, Algerien, Irak, Jemen, Libyen, Nordkaukasus, Syrien, Tunesien, Kurdistan bzw. Türkei und 1 in Lateinamerika, in Kolumbien. Mit Gaza und der Situation in der Ukraine befinden wir uns im Jahr 2014 kurz vor einem verdammten beschissenen dritten Weltkrieg. Das ist Scheiße! Der Kriegsopfer im vergangenen 20. Jahrhundert beläuft sich auf 185 Millionen Menschen. Für die Zivilbevölkerung ist die Wahrscheinlichkeit, in einem Krieg getötet zu werden, heute 9-mal höher als für die Angehörigen der kämpfenden Armeen. 5% der Opfer des Ersten Weltkrieges waren zivile Opfer. Am Ende des 20. Jahrhunderts war die Zahl der Opfer in der Zivilbevölkerung auf verdammte 90% gestiegen. Und die Armeen der ganzen Welt rühmen ihre Präzisionswaffen, die angeblich chirurgisch genau militärische Ziele angreifen. Es handelt sich aber hier sichtbar um einen Krieg gegen die Zivilbevölkerungen. Lass das nicht länger zu. 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg sollten wir diesem Treiben ein Ende setzen. Wenn wir es nicht tun, wer dann? Wenn nicht jetzt, wann sonst? Steht auf, endlich, steht auf! Und kommt mit uns auf den Weg des Friedens.
Dankeschön.